Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu 10 Wählen der ersten Bundesliga. Heute in der dritten Woche bei den zwei Teams, Zweier Gegners 9e. Ich begrüße meinen Gastkommentator Emlungs. Guten Abend. Und den lieben Recker. Hallo! Ja, von der Es Statistik. geht los. Ja, es geht los, genau. Es geht schon voll in die Vollen hier. Kurz zur Statistik noch was dazu zu sagen. Also, beide Teams haben zwei Spiele, eine Niederlage, ein Sieg. Drei Punkte und teilen sich im Platz 4 im Moment in der ersten Bundesliga, der ersten Bundesliga, sondern der ersten Liga, der CNWL. Ja, also, laut der Statistik sollte es ja ausgeglichen sein. Wolaits hat den ersten Kill, das ist sehr Sag schön. noch, Dela B2 schlagen, das tut jetzt eigentlich richtig gut. Oh, da kommt das erste Kill für C vom 9E. Ja, Mlux, was denkst du, wie werden die Mannschaften heute spielen? Ich glaube, es wird ein sehr interessantes Match, weil, wie es den Anschein hat, jetzt beide Teams sehr ausgeglichen sind. Und da fällt schon Adelon. Ja, es könnte knapp werden. Was sagst du? Ich denke, Und du, Recker? So leid es mir tut, 9E gewinnt's. So leid es mir tut, sagt er, das 9E gewinnt. Ja, wir werden mal schauen, wie es am Ende aussieht, aber mir sind mehr Kills beim 9E gefallen. Das heißt, das zweite Leibregiment rennt gerade ihren Kills ein bisschen hinterher in dieser ersten Runde. Aber gut, das ist sowieso die erste Runde. Das ist, wie gesagt, immer so ein bisschen das Abtasten, das Gucken, was macht der Gegner. Welche Taktik verwenden wir? Also ich sag mal, immer die ersten 2 bis 3 Runden sind immer so ein bisschen abtasten. So ein bisschen schnüffeln. Wer ist denn das? Das stinkt aber. Nee, Spaß. Ja. Gucken wir mal an, was passiert. Auf jeden Fall pratzt das 9E hier ordentlich rein in den ersten Minuten. Und ich hab mein Echo. Das ist, irgendeiner von euch hat eine Rückkopplung. Das ist scheiße. Nur das Nicht. Info. Ja. Immer noch. Emlux, bist du das? Eigentlich nicht. Dann Ich auch nicht. bist du es, Recker, weil du mit zwei Accounts hier auf dem TS bist. Mein zweites ganz unten auf K. Das kannst du ja auch nicht sein. Ja, mach's mal weg, bitte. Noch weg. Nee, ganz weg. Ganz aus dem TS raus, weil das kann sein, dass es dort durch die Rückkopplung gibt. Meiner Meinung. Ja, danke schön. Gut, auf jeden Fall haben wir noch zwei am Leben. Ich hab's mit Death Vader, Falco und Donald Clinton. Donald Clinton. Alles klar. Bei denen sind wir auch mal unterwegs. Der wird gerade von 5 Mann verfolgt. Ja, hätte er nicht nach rein innen reiten sollen, hätte weiter reiten sollen. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Falco und gucken mal an, was der hier so fabriziert. Auf jeden Fall hat er jetzt erstmal mindestens 3 Mann abgeschüttelt, killt das Pferd, das ist immer sehr schön. Man kann er mitnehmen, glaube ich. Falco und Defi haben einen Kill und sind noch am Leben. Ja. Die finden jetzt wieder zusammen, Defi und Falco. Auch wenn ich zum Zweierleibenregiment gehöre, tue ich trotzdem nicht irgendwie parteiisch, ne? Also derjenige, der das bessere Team ist, der soll natürlich auch gewinnen, ist logisch. Und der eine gute Leistung abwirft, ne, der soll natürlich auch gewinnen, logisch, oder? Wie seht ihr das? Ja, Nein, warte, ja, vielleicht. man sollte eigentlich schon versuchen, leicht zu sein, aber wenn es halt in dem Moment nicht anders geht. Emlux, du? Ja, das ist immer so, es ist immer leichte Parteilichkeit dabei, also man ist immer leicht für sein Regiment, ist ja klar, aber man sollte schon probieren, dass es, wer gute Leistung bekommt, soll auch, ja, gut kommentiert Danke. werden, sage ich mal so. Tja, auf jeden Fall ist jetzt Falke komplett alleine. Er versucht rechts und links irgendwie rauszukommen. Die versuchen ihn jetzt natürlich an die Map ranzutreiben. Das wird Ja, aber die versuchen ihn eigentlich mehr schön zu killen. entfernt und jetzt schön geblockt, aber das hat nicht gereicht. Ja, damit geht der erste Rundensieg an das 9E. Laut Statistik sind es ausgeglichene Teams. Laut Statistik. Aber was sagen schon Statistiken aus, nicht? Man heute auch gesehen. Ja, Statistiken, genau. Da war es wieder. Ne? Ich sag bloß eins, ne? Die Wahl in der USA, ne? Statistik, Hillary Clinton gewinnt. Ein Scheiß hat sie. Die hat gnadenlos verloren, hat sie. So. Wo sie 170.000 Stimmen mehr hat. Angeblich. Was voll unlogisch ist, weil das amerikanische Wahlsystem heißt es. Aber okay, gut. Ich sage nichts dazu. Gut, wir gehen mal zu Cocktail. Ja, wir bleiben mal beim 9E Cocktail und gucken uns mal an, was sie so machen. Auf jeden Fall könnte man schön aus der Entfernung sehen, dass zwei der Leibringer bleibt schön eng zusammen. Die haben diese Formation beibehalten aus dem letzten Match. Ne? Die machen keine lange Linie, so wie das 9E. Aus dem ganz einfachen Grund, dass er dann nicht irgendwie mal hinten rein oder in die Mitte reinreiten kann und diese zwei Hälften spalten kann. Das ist eigentlich eine gute Taktik. Hoffentlich behalten sie diese bei. Jetzt splitten sich wieder auf. Aber das 9E ist überhaupt nicht für einen Druck davon. Das zieht seine Kreise hier. Macht dort eine schöne lange Linie. Mal gucken, wie das zweite Leibregiment damit klarkommt. Und jetzt geht's in Angriff. Jetzt kessen sie von allen Seiten ein. Ist jetzt gut, komm, ihr habt zwei gesplittet, zwei leer.
Ihr nehmt die auch raus. Wir bleiben bei Cocktail dabei. Oh, da wurde eine fast gesteckt. Der erste Kill, zwei Kills fürs 9E. Bubi-Zlipfe holt sich den nächsten. Adelon ist auch raus. Damit die ersten drei Kills in dieser Runde für das 9E. Das zweite Leibregiment hat zwar auch einen Kill geholt, aber der tut nicht so ins Gewicht schwallen, weil im Moment die Überzahl deutlich beim 9E ist. Ja. Also, dieser Charge. Problem ist an diesen beiden Formationen, das 9E kann schneller das ganze 2LR umrunden durch diese langgezogene Linie, weil er ist dann wie eingekesselt. Ja, die trennen sich, das sieht man bei jedem Spiel, was die 9E hat. Die trennen sich, die machen in der Mitte so einen Cut, der in der Mitte ist wahrscheinlich der zweite Offizier oder wer auch immer. Und die reiten dann auf die andere Seite. Wenn sie darüber gedrängt werden, sind sie halt sofort tot eigentlich, wenn sie da nicht aufpassen. Ja, der nächste entfernt, Luke ist raus. Death Vader jetzt komplett alleine. Und noch Falco und Death Vader. Schau dir mal, dass man wie beim Flugzeugsimulator das nicht machen kann hier, ne, wenn man verfolgt wird, sich den Gegner zudrehen, also zum Beispiel bei War Thunder wäre das der Fall, immer den Gegner zuwenden. Aber in diesem Fall funktioniert nicht. Er muss natürlich in bessere Position kommen. Auf jeden Fall findet er jetzt einen Kameraden. Ne, er rennt von ihm weg. Warum rennt er jetzt von ihm weg? Warum finden sie sich nicht zusammen? Weil sie gar nicht so sich sehr. Stingy Wingy ist auch raus, da wurde er entfernt. Und Def tot und jetzt. Hat er nicht richtig reagiert, hat er vielleicht nicht richtig hingeguckt, auf jeden Fall kam er von vorne und damit ist es der zweiten Rundensieg an der 9E. Ja, liebes zweites Leibregiment, das solltet aber langsam nachziehen. Concentration bitte. Bitte jetzt nachziehen. Ja, bitte jetzt nachziehen. Weil ein 13-0 aufzuholen und ein 14-0 aufzuholen ist echt schwierig, deswegen. Vielleicht tun sie auch nur, vielleicht täuschen sie bloß an, kann auch sein. Vielleicht sagen sie sich, lass mal die Bittel mal hier und erst zwei Runden holen und dann zeigt man dem, wo der Hammer hängt, und zwar in der Hose. Ich glaube, ich eher weniger. Glaubst du eher weniger? Also, du bist der Meinung, dass das 9E deutlich überlegen ist im zweiten Leibregiment? Eigentlich schon. Auch wenn es ja vom Skill her gut dabei ist. Aber mein Gott, Adelon, der sagt gerade, tut mir leid, wenn ich so sage, aber du sagst gerade irgendwie rein, Adelon. Vielleicht drauf. Ein erster Kill wieder fürs 9E, Vincentius ist raus. Ah, dieser hat schon das zweite, dann wurde schon entfernt. Schön, Mark ist raus. Und Warlight ist leider auch. Adelon aufpassen. Dann kommt jetzt kriegen sie wieder ganz schöne. Jetzt reingedrückt von Adelon. Haben sich zwei selbst gesteckt. Vom zweiten Leib und das 9E rasiert hier ordentlich. Stingy Wingy hat einen Kill geholt. Ich bin beeindruckt. Oh je. Er steckt sich zu viel selber. Ja, die Konzentration scheint nicht ganz so gut zu sein beim zweiten Leibregiment. Ich weiß nicht, was los ist, auf jeden Fall. Es lebt wieder nur noch Stinky, Bubi und Falco und natürlich ist Donald Clinton. Ja, damit ist auch Bubi raus und Donald Clinton. Dann ist ja sich nur Falco gerade konzentriert. Und Stinky Winky ist noch da. Also noch zwei. Ja, was machen sie? Was sollen sie tun? Oh, Falco ist raus. Oh, Teamkill! Bitte die! Das kommt Stinky Wingy natürlich. Maprand. Nee, Stein! Er hat dich aufgepasst, er ist gegen Stein gerannt. Ah, Scheiße. Ach, Scheiße. Das Match ist schnell vorbei. Und damit ist es 3-0. Ja, ja, Übersicht auf jeden Fall. Ein Pferd ist ganz wichtig. Man muss sich in alle Himmelsrichtungen umschauen, auch wenn man verfolgt wird, ne? Richtig? Recker? Immer, immer. Ja, und der Stein war gerade der Verhängnis, sonst hätte er vielleicht noch ein bisschen länger überleben können. Auf jeden Fall spielt das 9E in dieser dritten, in der dritten Runde sicher runtergespielt. Ja. Adelon müsste sich, glaube ich, mit der Mannschaft, mit der Formation mehr trauen. Er darf sich einfach nicht einkesseln lassen. Wenn die eine Hälfte auf einen zureitet und einen reinschaut, dann müsste eigentlich sofort sagen, kehrt und der ganze Schwung geht auf die Ankommenden. Dass sie da wirklich voll aufs Maul kriegen. Ja, wenn Formationen so wichtig wären. Statt aber der Kavallerie sind die Formationen nicht so wichtig. Ja, aber in diesem Fall schon. Schöner Kill von Adelon, der erste. Balian ist aber auch unterwegs und Major Mark hat Z-Leute und Wolle jetzt rausgenommen. Leute, bitte. Und Stingy Wingy im Sprung. Erledigt worden. Donald Clinton ist immer noch bei uns. Ey, oh, wei, ja. Das gibt's echt nicht, Der Fehler jetzt gedödelt. Bubi-Zipfe tot, ich die Ungeräten. Raus. Alter Schwede, schade, schade. Irgendwie ist das gerade ein einseitiges Match. Laut Statistik sind sie sehr ausgeglichen, aber. Oh, Adelon. Ja, da hat Adelon sich mal wieder einen Kill geholt, aber wurde gleich dafür getauscht. Also, ein Darmtausch in diesem Falle. Schön, Falco. Ja, aber die zwei, die vom 9E, die stecken auch sehr, sehr. Oh, Falco, uiuiui. Ach, schön, aha. Ja, Donald Clinton ist noch drinne. Ja, noch zwei drinne, Falco und Clinton. Nimm doch den Ja, Donald Clinton, jetzt zeig mal, was du kannst. Nix.
Entfernt, nachgesetzt, down. Die besten Kills im Moment sind bei Arbo, Bullard und Adon und Falco. Ich habe Death Raider mit 3, 3 und 2. Bei den neuen Elern. Horanos 12-0. Free DS, DS 6-1 und Cocktail 6-1. Niklas Salut 5-0. Bayern 5-0. Ja, die haben eine sehr, sehr starke Mannschaft gegen sich vom neuen E. Das zweite Leibregiment, das muss jetzt nachsetzen. Wow, Exodus. Ja, Lux, was meinst du? Was denkst du, was sollten sie machen, das zweite Leibregiment, um besser zu werden? Ich bin der Meinung, man sollte sich nicht so in die Seite rein chargen lassen, weil man sieht es jetzt wieder gut. Die lange Linie, Adelon holt aus zum Chargen und die lange Linie bricht von der Seite ein. Also sowas wie ein Links auf Marsch, ne? Sowas in der Art. Oder rechts auf Marsch. Man muss probieren, entweder seine Formation der feindlichen anzupassen oder einfach aggressiver noch drauf gehen. Oder Recker, was meinst du dazu? Recker meint gar nichts dazu. Schön erledigt von Major Mark. Schön gewartet, gesteckt und kleinen Kopf weggeritten. Was einfach das Problem ist, Adelon, wie gesagt, muss sich mehr trauen. Von der Formation her. Es ist zwar blöd, ja, leider muss ich sagen. Ja, das ist immer dasselbe. Sobald das 2LR einen Kill macht, ist das 9E sofort hinterher und holt einen nach dem anderen raus. Das ist eigenartig, sehr, sehr eigenartig. Auf jeden Fall. Hier muss ich mit der Formation mehr trauen. Das hört sich. Teamkill von Vincentius, alter Schwede. Das hört sich richtig scheiße an, aber ist leider so. Schön entfernt. Wer ist das? Das ist natürlich Donald Clinton. Eine schöne Entfernung war das gerade eben. Na, hoffentlich macht er weiter so. Ja, es sind wieder so drei am Leben vom zweiten Leibregiment und der Rest ist schon wieder draußen. Selbst der gute, liebe Oberleutnant Adelon ist in dieser Runde wieder draußen. Das ist natürlich ärgerlich. Er hat heute keinen guten Tag. Ja. Wieder einen mitgekriegt. Ja, schlagen, hieß es mal die Devise früher. Aber da hat er nicht geschlagen. Ich weiß, wieso er nicht geschlagen hat. Warum? War, weil die Sonne geblendet hat. In dem Moment, wo er nach links guckt, hat er noch einen Sonnenstrahl abbekommen. Deswegen damit ist es ein 5-0 in dieser sechsten Runde. Ja. Ich glaube, das wird nichts mehr fürs zweite. Also, das zweite Leibregiment kann bloß noch ein Unentschieden erreichen. Und das auch nur, wenn sie jetzt endlich mal die Zügel anziehen. Oder? Hab ich recht oder hab ich recht? Jetzt geht's wieder los, jetzt wird schon wieder die Mitte aufgebrochen bei der 9E und sie sind wieder eingekreist. Adelon, konzentrier dich bitte, komm, sie folgen jetzt Adelon, das ist gut. Größtenteils jedenfalls. Das ist gut, was jetzt Adelon macht, sie folgen ihm. Alle ihm in dem es geht. Ein zweiter Leibregiment schon, muss schön zusammenbleiben, um vielleicht Kills zu holen. Komm, schön! Erster Kill für 9E. Riley, bleib zusammen, bitte, bleib zusammen. Ne, die könnte ich nicht hören, Oh, Claudius holt sich erst einen Kill. Ah, aber das 9E setzt schon wieder mit 3 Kills nach. Alter, schon Adler raus, Death Raider raus und Stinky Winky ist auch raus. Und Teamkill. Und jetzt kommt's. Marian, Lukas, Lannister rausgeholt. Wurde gesteckt und dann hat sich's erledigt für ihn gehabt. Ah, Luke ist noch da mit den anderen Kameraden. Die müssen jetzt zusammenarbeiten. Nach der Runde wäre mir heißt es Sieg für das 9E oder die zweite Leibregiment können unentschieden rausholen. Im Moment sieht es eher danach aus, als würde das 9E den Sack jetzt zumachen. Oder? Ja, eigentlich schon. Das ja, wird sieht wirklich so aus. Ja, das zweite Leibregiment macht den Sack jetzt definitiv gleich zu. Andersrum, das 9E macht zu. Die schnüren den Sack zu! Meine Schalte! Oh, Claudius, den hättest du mitnehmen können. Ärgert mich natürlich. Ärgert mich natürlich, weil ich natürlich gehofft habe, dass das zweite Leibregiment heute bessere Leistung abliefert. Obwohl, letztes Mal hatten sie auch eine lieber gute Leistung. Haben sie eine 9-1, eine 10-0 Runde gemacht, ging es zum Skoi. Ach, schade. Luke raus. Ja, heute ist das 2LR einfach nicht so gut aufgestellt von den Spielern her. Ja. Bubi am Boden und down. Und es fehlen die wichtigen. Hat auch schön entfernt. Ja, jetzt wird er geholt. Und jetzt ist er tot. Claudius ist noch am Leben. Noch hat er die Chance, den Kill mitzunehmen. Nimm ihn! Der macht das sehr gut bis jetzt. Hält stand, er hält noch stand. Ja, entfernt und ins Gesicht. Ah, schade, nicht ganz erwischt. Ah! Ja. Friars hat ihn geholt. Fry. DS. Ja. Damit ist es 6-0 für das 9E und das bedeutet natürlich ganz klipp und klar, das 9E hat gewonnen.
Ja, das zweite Leibregiment kann jetzt noch eine Ansprache halten, kann jetzt noch versuchen, irgendwelche Spezialmanöver für die nächsten Matches auszuüben und noch ein bisschen was zu üben oder zu trainieren, aber ansonsten ist das Ding für sie gelaufen. Den Sack zu machen, die wollen sie null. Ja, das zweite Leibregiment sollte sich auf jeden Fall jetzt trotzdem noch in den letzten vier Runden noch wehren. Warum? Also die ganze Zeit an. Statistik. Wenn sie noch, die müssen vier Punkte mit, die vier Rundensiege mitnehmen, weil die gehören auch zur Statistik. Ja, da gibt es auch so eine Rotation, könnt ihr euch gerne auf der Seite angucken. Die Links stehen meistens unten drunter. Und in diesem Fall, wenn sie trotzdem noch vier Siege holen, jetzt beispielsweise, machen 6 zu 4 draus, die Punkte, also diese. Klar, bringen sie jetzt keine Punkte für die Tabelle, aber diese für die Rotation der Statistik ist es wichtig, welchen Platz sie am Ende auch haben, wenn sie zum Beispiel mit jemandem Gleichstand haben. Im Moment war das 9E Gleichstand mit ihnen selber, die haben 10-0 gewonnen einmal, auch 10, und die und das zweite Leibregiment auch 10-0 und einmal haben sie 10-0 verloren und auch das zweite Leibregiment hat 10-0 verloren. Deswegen. Heute sind sie gar nicht so schlecht dabei. Ja, jetzt immer schön ausgeglichen, die Kills. Ja, jetzt gehen sie einfach nur noch rein, wahrscheinlich, weil sie ja, eh vorbei ist. Schöne zwei Kills von Adelon. Der hätte vielleicht mal vorher mal anfangen können, somit. Wieder ein Kill von Adelon. Alter Schwede! Jetzt sind sie aber sauer, kann das sein? Aber trotzdem. Ja, das 9E stimmt sich nicht. Oh, wei. Ja, aber jetzt. Ja, was heißt mit anstrengen? 9E holt jetzt einen nach dem anderen raus. Bubi-Zipfel nimmt noch einen mit. Und damit ist auch Bubi raus. Und damit geht das 7-0 an das 9E. Einseitiges Match im Moment auf dieser ganzen Sache. Also, man hat so vom Matchmaking keinen richtigen Stich sehen können vom zweiten Leibregiment. Es hat überhaupt keine richtige Chance gehabt, irgendwie den Gegner zuzusetzen. Oder? Was sagt ihr? So traurig wie es ist, auch wenn ich Fan von, auch wenn ich im zweiten Leibregiment bin, ist es trotzdem schade, dass es nicht, dass ich keinen Stich gesehen habe, oder? Mlux? Das ist schon traurig, ja, er heult schon. Das Problem ist, es wird auch manchmal nicht diese. Die Map hat an manchen Stellen sehr viele Hügel und die Hügel kann man taktisch einsetzen. Ja, aber dann müssen die Leute von Preußen. Oh, ersten vier Kills. So mitdenken können, denken, ja, okay, wir gehen da runter, weil es passt. Alter Schwede, jetzt. Wie viel Kills jetzt in Folge vom. Oh, ist immer ein Aufbäumen vom Stabsel Death Vader mit einem Kill für das zweite Leibregiment. Und auch Vincentius nimmt sich einmal raus. Und auch Adelon holt sich noch ein. Aber das wird nicht reichen. Das wird absolut nicht reichen. Death Vader ist raus. Auch Falco ist raus aus dieser 8. Runde. Adelon kann noch ein paar mitnehmen. Ja, er hat jetzt Zeit. Er muss jetzt aufpassen. Er ist der Letzte. Ich hoffe, das weiß er. Bleibe in dem Tara, Adelon. Schön im Pferdelt. Mann, die spielen heute ohne Gutes, das wundert mich gerade voll. Gutes? Ich dachte, Gutes wäre bei der Nummer 6. Nein, Gutes ist beim 9E. Okay. Vielleicht ist Gutes nicht da, kann auch sein. Vielleicht hat er auch was. Schön, Adelon! Schön im Pferdet! Komm! Komm, nimm sie mit! Oh, Adelon! Jetzt muss er aufpassen, jetzt ist er genau in der Zange gewesen. Oh, oh, ja, ja. Der wehrt sich, hier kriegt leider einen Orgasmus bei uns. Adelon schwitzt gerade ganz schön an der Tastatur. Ja, oh, Blockchain, angeritten und weggeschnetzelt. Und da ist Bakario, der Letzte, der ihn holt. Bakario, das ist aber 8-0 für das 9E. Ja. Wo ist denn der Kommandeur vom 9E? Wo ist der? Ich find's komisch, warum Triarius und Swisscrown nicht da sind. Vielleicht haben sie keine Zeit, vielleicht haben sie auch Familienangehörige, irgendwas mit Familienmäßigkeit zu tun, ne? Du weißt immer, Samstag ist immer der Tag, wo man viel mit der Familie macht. Wenn man einer hat. Davon mal abgesehen. Beim Triaris war vor einer Stunde noch online. So, wir bleiben aber beim Kommandeur des 9Es, bei Balian. Also der hier gerade die Führung hat in dieser Runde. Sah aus, gerade wie vom zweiten Leibring, wie ein Rechtsaufmarsch, aber, also ein Infanteriebefehl. Adelon hat den ersten Kill geholt für das zweite Leibregiment. Zweiter Kill von Wurleit, ui. Da probiert jetzt wieder die Taktik mit, sie bleiben eng zusammen und probieren sie so ein bisschen zu separieren. Oh, funktioniert ja eigentlich. Drei Kills fürs 9E, voll gleich, das ging ratzifatzi, nicht mal 2 Sekunden hat es gedauert, aber drei Kills fürs 9E da. Uiuiuiui. Adelon, Achtung! Boah. Schade.
Und wieder ein Kill von Torpedo Falco, aber dann wieder zwei Kills für das 9E. Adelon raus und ich die. Stingy-Wingy ist auch draußen. 12, 9 noch am Leben von 9E und 7 von Boysen. 6 von Boysen. Ja, gerade eben hat sich gehört. Z-Leute ist auch raus. Ja. Jetzt geht das Spiel wieder andersrum. Jetzt ist die Verfolgungsjagd wieder das zweite Leibregiment angesagt. Das 9E splittet sich auf und jagt zu dritt einen weiter. Luke ist noch. Luke hat sich einen Kill geholt in dieser 9. Runde. Jetzt ist Claudius raus. Claudius raus, ja. Jetzt kommt noch einer zur Unterstützung. Oh, Falco lebt gefährlich. Ja, weil der spielt auch gut, er spielt in der Nähe seines Infanteristen und Warlights wurde von hinten geholt, ja, hätte vielleicht mal jemanden informieren können, dass mal jemand was sagt, dass er was von hinten kommt. Nein. Okay. Tut mir leid, wenn ich es jetzt so sagen muss, aber Falco, er kann sein Skill nicht wirklich gerade nutzen, glaube ich. War hart, aber es ist leider so. Er wird einfach total geplättert von denen. Ja, wir bleiben mal hier bei Niklas, Major Niklas. Oh, genau, das meinte ich. Schön reagiert von Niklas. Salut. Er hat gewartet, bis er eintreten und genau das Timing abgewartet und genau das Auge gehabt und dann zack, hat's geschnappt. Nicolas Soud. Nicolas Soud. So. Ja, da ist noch einer im Leben, wer ist das? Der Luke. Luke, ich bin dein Rabenvater, nicht was? Schöner Kid. Last man standing, nimmt immer. Den Kaiser 11 hat er geholt. Achtung, Stein, hat er gut gesprungen, Also wenn er jetzt aufgedotcht wäre, das wäre einfach nur... LePierre hat sich den letzten Kill geholt in der Runde 9-0. Für das 9E. Und jetzt kommt Last Round. Yep, Last Round. Das 9E kann zufrieden sein mit der Leistung, die es heute hier präsentiert hat. Sehr gut, einwandfreie Arbeit, würde ich mal sagen, oder? Was sagt ihr? Ja. Und schauen wir jetzt mal, was das zweite Leibregiment haben. Spielt jetzt was Neues anscheinend? Ja, direkt. Es ist einfach nur was vom Skill her viel zu überlegen ist. Da beim 9E sind viel zu viele gute Spieler. Aber es ist schon mal aufgefallen, in den letzten 5 Runden ist es so gewesen, dass Oberleutnant Adelon, ne, vom zweiten Leibregiment, in den letzten 5 Runden jedes Mal den ersten Kill geholt hat. Satellite holt sich den zweiten. Oh, jetzt bäumen wir mal auf, oder? Jetzt ist eine. Kleiner Schlagabtausch zwischen dem 9E und dem 2. Leibregiment. Das ist hin und her im Moment. Auf jeden Fall im Vorteil im Moment das 2. Leibregiment in der letzten Runde. M-Lux? Ich finde eher, dass 9E wird die letzte Runde noch holen und vielleicht abschließen. Vicendius, raus! Nee, du M-Lux? Nee, doch nicht. Was erzähl ich denn? Rekker, was ist? Du weißt eh, was ich noch machen will, oder? Glücklich. Weil ihr? Ja, natürlich. Gut, gut. Das müsst ihr jetzt nicht klären. Dankeschön. Nein, ich wollte es bloß erwähnen, weil ich finde das 2L, ja. Schnauze. So. Ich könnte jetzt nochmal ein bisschen Konzentration hier raufbringen. Konzentration. Ich denke, das ist vorbei. Da ist die Motivation im Kader gerade beim 2. Leibregiment. Da wird nichts mehr großartiges passieren. Kills mitnehmen. Ja, wird aber nicht mehr großartig viel nützen. Doch, hier hat gerade jemand noch entfertet. Es ist wie Kev Groupfight. An das müssen sie jetzt denken, die letzten Runden. Ja, das hätten sie vielleicht schon in der ersten Runde ausdenken müssen, dass es nur Kraft Group Fighting ist. Das kann auch sein, ja. Aber die vielleicht sind sie einfach zu nervös gewesen, kann auch sein, das weiß man ja nicht, aber das ist immer so eine Sache. Weil, zum Beispiel bei mir war es so, wenn ich Fedor Romanovs, wo ich die ersten Runden geführt habe, war ich auch schweinenervös. Und dann wurde es immer besser und dann habe ich auch bessere Leistung gezeigt. Aber Adelon kennt sich eigentlich aus, weil Adelon schon öfters mal in der Szene mitgespielt hat als. War jetzt raus? Oder als. Und damit geht es ein 10-0 an das 9E. Ja, Analyse an dich erstmal, Regga. Ja, 9E hat heute halt Macht demonstriert. Die hatten dann einfach mit dem Skill deutlich pushen können und weil er einfach zerstört. Und Adelon bzw. 2LR hat direkt halt nicht großartig die Antwort drauf gefunden, wie es am besten angehen sollen. Und das, ja, mein Gott, das ist halt leider traurig. Mein Gott, ich hoffe, es läuft besser in den nächsten Runden. Ja, M-Lux? Ich finde, das 9E hat auch durch ihre starken Spieler, wie Rekker gemeint hat, gezeigt, was sie können. Dadurch, dass 2LR vielleicht in der Tabelle auch ein bisschen abgehangen. Und es wird sich die nächsten Wochen Tage rausstellen, wie das 2LR sich weiterschlagen wird. Ich glaube, Adelon wird die Fehler, die er heute gesehen hat, umsetzen im Training.
und das Training auch dementsprechend anpassen, ja, denke ich auch. Wie gesagt, meine Analyse dazu ist, ja, erstmal zur Statistik zu kommen, also das 9E wird sich natürlich jetzt ein bisschen abspalten, 3 Punkte geholt, das heißt, es wird auf dem 3. Platz hocharbeiten und auf dem 4. Platz bleiben. Auf jeden Fall wird das 2. Leibregiment jetzt auf dem Platz 6 durchgereicht werden, durch diese Niederlage. Ja, von der Leistung her, schöne Leistung von 9E, muss man zu sagen, schöne Arbeit, gute Arbeit, schön zusammengeblieben, gute Kills gemacht, überlegen gespielt, würde ich mal sagen. 2. Leibregiment, Konzentrationsschwächen, denke ich, vielleicht nicht richtig warm und einfach nicht der Tag gewesen, keine Ahnung, wer weiß schon, was dahinter liegt. Auf jeden Fall, trotzdem schönes Match, bin ich der Meinung, jo. Möchte noch jemand was sagen? Nein? Good luck fürs nächste Match, ja. Ja, genau, ja, sehe ich auch. Good luck. Glückwunsch ans 9E, weiter so, bis zum nächsten Mal, euer Mike der Vierte. Haut rein!